Hallo liebe Leute, heute ist mein dritter Tag hier in der Klinik und dadurch, dass ich am Donnerstag hier angereist bin, habe ich natürlich auch gleich das Wochenende frei gehabt und konnte natürlich schon einiges planen, was ich machen will. Und Wetter ist natürlich auch dementsprechend, also ein bisschen zu heiß das Wetter gerade, also deswegen siehst du mich ja hier in so einem T-Shirt, weil ich habe natürlich, also ich habe ein Zimmer in Richtung Osten, glaube ich, war. Osten geht die Sonne auf oder so. Ja, jedenfalls geht bei mir die Sonne auf und die hat natürlich heute Morgen richtig, richtig doll reingeknallt. Und ja, da war ich natürlich froh, dass wir heute noch den Vormittag so ein bisschen entspannt gestellt haben. Also wir haben es uns so eingeteilt, dass wir vormittags noch ein bisschen was Entspanntes machen, dass wir schwimmen gehen. Weil ja auch das Schwimmbad, ja, das hat nur bis 15.30 Uhr offen am Wochenende. Und da haben wir gesagt, dann gehen wir eben schwimmen. Und zum Nachmittag wollten wir erst los nach Pirnach fahren, haben gesagt, ach, das ist alles gut so. Und die Information, wann der Bus losfährt, hatte ich mir gestern schon geholt von der Information und habe reingeschaut. Und natürlich auch habe ich auch hier, ich habe ja mein Handy, da habe ich auch reingeschaut, kann man auch machen. Also, dass alles möglich ist zum Gucken. Und da wusste ich, dass das ungefähr so 1:45 fährt der Bus hier los, unten an der Hauptstraße. Also es sind 5 Minuten von hier und da sind wir dann runter. Und ja, der Bus kam, ist natürlich, also Fahrkosten ist natürlich heftig. Also man hat 2 Zeitzonen, also 2 Tarife. Also fährt man schon hin 9 Euro und vielleicht zurück 9 Euro. Und dadurch, dass ich zu zweit war, also meine Tischnachbarin und ich, wir sind zusammengefahren, dann hat der Busfahrer war so nett gewesen, hat gesagt, dann machen Sie doch eine Tageskarte, also eine Familienkarte. Das kostet 14 Euro, dann haben Sie jeder 7 Euro und dann ist gut. Und dann können Sie alle Tarife also durchfahren und haben für den zurück dann auch. Das ist auch viel günstiger. Und dann haben wir es eben so gemacht, fand ich sehr nett von dem Busfahrer hier. Wahrscheinlich ist der einfach, weil er die Linie hat und weiß, hier laufen viele Touristen rum oder viele Klinikbesucher. Dann kennt er sich schon aus und finde ich schön, dass der so gleich so einen Vorschlag gemacht hat. Und ja, nach 20 Minuten waren wir dann in Pirna gewesen, eine sehr schöne alte Stadt. Da sind wir dann ja, rumgelaufen so ein bisschen, haben uns die Burg angeschaut, so ein bisschen die Altstadt, sind dann an die Elbe gegangen, haben dann ein bisschen, ich habe mir meine Füße reingesteckt, oh, das war schön kalt, also, ich habe mich so bereut, dass ich mir kein Handtuch mitgenommen habe, sonst hätte ich mir ausgezogen, wäre reingesprungen, es war so warm das Wasser und ich war so heiß und oh, nee, ich hatte so richtig Lust, da auch nochmal reinzuspringen, also ja, und dann so um 4:30 rum haben wir gesagt, so jetzt müssen wir langsam wieder zurück. Und dann sind wir zu der Bushaltestelle gegangen, wo wir ausgestiegen sind. Und ja, haben wir gesagt, ach, das passt ja da. Und haben da ein bisschen gewartet, saßen da und haben hat die meine Tischnachbarin gesagt, komm, wir gehen schon mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Und die hatte wirklich einen 7. Sinn gehabt. War es nicht in Ordnung gewesen. Wir hätten da den Bus nicht gekriegt, weil wir stellten fest, da war die 219-Strich, war durchgestrichen an dem Schild. Und dann haben wir da eine Passantin gefragt und sagte, wissen Sie, was das jetzt hier bedeutet? Hier steht nichts von Baumaßnahmen oder irgendwas so. Und sagte, nee, aber wenn Sie unsicher sind, dann gehen Sie zur nächsten Bushaltestelle. Und da habe ich gesagt zu ihr, komm, wir gehen einfach zum Hauptbahnhof, also zum Busbahnhof. Und das ist hier, glaube ich, 800 Meter von entfernt. Zeit haben wir ja. Passt ja noch, dass wir es hinkriegen sollten. Und dann sind wir da schnellen Schrittes, weil wir nicht wussten, na, vielleicht kommt der Bus doch ein bisschen früher oder irgendwie, man weiß ja hier auf dem Dorf nicht, wie es läuft und so. Und dann sind wir eben zum Busbahnhof gelaufen und war also gut gewesen. Wir saßen da und dann kam der Bus und auf der Rückfahrt merkten wir, der ist eine ganz andere Strecke gefahren. Also bestimmt 3 Bushaltestellen hat er ausgelassen. Also es war schon, man sollte sich doch informieren, bevor man nach Hause fährt und gucken, ist auf der anderen Bushaltestelle, ist da nicht irgendeine Baumaßnahme, die man nicht erkennt. Also es wäre schon sinnig, ja, wenn man da einen Ausflug macht. Ja, und es war einfach, für uns war es ein wunderbarer Abend, Nachmittag gewesen und jetzt habe ich einen entspannten Abend und bin gespannt auf morgen, auf meine ersten Therapien, die ich da habe. Ich habe hier
Ihr wisst ja, ich habe morgen als erstes habe ich Psychotherapieplanung. Na, da bin ich ja gespannt, was alles, also was da noch alles auf mich zukommt. Und Northern Walking habe ich morgen. Northern Walking, um eine Einführung. Und da bin ich ja gespannt. Ich werde euch erzählen. Viel Spaß! Wir hören uns. Hallo, tschüss.